Ganz leicht käsig, positiv aber, ist lecker. Was Matthias da so gut schmeckt? Eier. Aber keine gewöhnlichen Hühnereier. Matthias wagt sich heute an Eier der anderen Art. Auf den Teller kommen Straußenei, Ameiseneier, Entenei und Schneckeneier. Denn ja, auch andere Tiere haben edle Eierköstlichkeiten zu bieten. Als erstes wartet eine Riesenaufgabe auf Matthias. Das Straußenei. Und das landet vor allem in Südafrika auf dem Teller. Wie, das weiß er, Richard Schaller. Er lebte viele Jahre in Südafrika. Auch zurück in Deutschland dreht sich bei dem gelernten Koch alles um den Strauß. Boah, das hat aber echt ein Gewicht, ne? Das normale Straußenei hat irgendwo zwischen 1,4 und 1,8. Wie viele Hühnereier sind da jetzt drin in so einem Straußenei? Also was wir hier haben, das hat ungefähr 25 bis 30 normale Hühnereier. Wow. Ungefähr. In einem Straußenei stecken also fast 3 Kartons Hühnereier. Und das für 30 Euro. Heute macht Richard daraus Rührei. Easy, oder? Ich weiß nur nicht, wie man das aufmacht. Dafür benutzt Richard ein großes Küchenmesser. Aber ich mach das nicht so mit einem Schlag. Nein. Hier ansetzen und dann auf der Ebene vorarbeiten. Das fühlt sich ein bisschen an, als ob man Porzellan zerschlägt. Warum Matthias hier so vorsichtig ist? Die Eierschale soll ganz bleiben, denn aus ihr macht Richard Deko. Jetzt kommt das Ei genau wie ein Hühnerei verquirlt in die Pfanne. Wer aber eher auf gekochte Eier steht, muss Geduld mitbringen. Ein weich gekochtes Straußenei braucht satte 45 Minuten, ein hartes sogar 90. Zuerst probiert Matthias das Straußenrührei pur. Und? Sehr nah dran am Hühnerei, aber ein bisschen intensiver, im Positiven. Also nicht irgendwie ein komischer neuer Geschmack, sondern einfach lecker intensiv Hühnerei. Wenn du in Südafrika bist, isst du da auch gerne Straußenei? In abgewandelter Form. Mhm. Und vor allen Dingen, ich hole mir das auf der Straße. Genau, das Rührei war erst der Anfang, denn in südafrikanischen Streetfood-Läden wird daraus ein echter Liebhabersnack. Vor Ort in Aufzwern zeigen uns Kollegen von Richard in einer Videonachricht, wie die Südafrikaner das Straußenei am liebsten essen. Mit Käse und Tomatensalsa in einem Sandwich, genannt Bunny Chow. Klar, dass Matthias die südafrikanische Rührei-Version auch probieren will. Neben dem Rührei braucht Richard dafür Chakalaka. Was ist das denn? Das ist also nichts anderes als ein Kraut-Curry-Gemüse-Eintopf. Das Ganze servieren wir in einem Kasten Weißbrot, das wir aushöhlen. 8 bis 10 Personen können sich locker an einem Straußenei satt essen. Und Richard kennt auch die typisch afrikanische Esstechnik. So, man nimmt ein Stück vom Museligen, fährt hier rein, holt es raus. Sensationell. Das gemischte, gegarte Gemüse, ganz lecker gewürzt. Ich merke so ein bisschen Zimt raus, irgendwelche spannenden Gewürze. Das Rührei dazu und dann noch dieser Käse obendrauf. Eine perfekte Kombination. Von den größten Tiereiern geht es jetzt zu ganz kleinen. Und die kommen aus Mexiko. Ameiseneier. Auch Escamoles oder mexikanischer Kaviar genannt. Koch und Mexikaner Ramon Mendoza zeigt Matthias heute, wie die Escamoles in seiner Heimat am liebsten auf den Tisch kommen. Na, der erste Eindruck? Aber sie sehen definitiv nicht aus wie Eier. Ich finde, die sehen aus wie so Sprossen oder irgendwie so kleine Bohnen. Kann man die auch roh essen? Nein. Auf keinen Fall. Denn roh sollen die Eier nicht so bekömmlich sein. Also ab damit in die Pfanne. Escamoles sind übrigens ziemlich teuer. 1 Kilo kostet umgerechnet rund 80 Euro. Was die Escamoles so teuer macht, ist die aufwendige Ernte. Die bevorzugte Wohngegend der Krabbler, die Wurzelballen der mexikanischen Agavenpflanzen. Erntezeit ist von Februar bis April während ihrer Brutzeit. Zu kaufen gibt es die Eier deshalb auch nur saisonal. Also eher eine Spezialität für besondere Anlässe.
klar, dass Matthias den mexikanischen Kaviar jetzt endlich kosten will. Vielen Dank. Also jetzt so gebraten sind sie mir schon sympathischer. Auf dem Teller zugegeben sahen die nicht so dolle aus, aber jetzt kriege ich Appetit. Also vom Kaugefühl ein bisschen wie Mais. Ganz leicht käsig, positiv aber. Ist lecker. So ganz ohne Beilagen essen die Mexikaner ihre Escamoles allerdings nicht. Sie wandern in ein sehr typisch mexikanisches Gericht. Das ist die Escamoles Tacos. Du musst nicht so viel Zutaten in die Eier bringen, weil dann das schmeckt ist einfach vorbei. Jetzt gerade wir haben nur Butter, Zwiebel, Epazote. Aber eine typisch mexikanische Zutat darf nicht fehlen. Als nächstes kommt die Chili. Ja. Ist du scharf? Nee. Okay. Jetzt ist schon alles drin. Zu spät. Ach, das verträgst du schon. Bevor Matthias probieren darf, gibt Ramon noch Nachhilfe im Taco-Essen. Dein Kopf 45 Grad. Andere Seite. Also, kann ich aber nicht rein. Okay. Und dann, alles mal. Man spürt die leichte Schärfe, man schmeckt die Avocado. Aber dass das jetzt Ameiseneier sind, da würde ich niemals im Leben drauf kommen. Niemals. Ich schmecke Mais mit Käse. Übrigens landen Ameiseneier nicht nur in Mexiko, sondern auch in Thailand auf dem Teller. In Südostasien wartet auch unsere nächste Eispezialität auf uns. Nämlich im Land der 1000 Inseln. In Indonesien. Der Eierfavorit hier, Enteneier. Wie die in Indonesien zubereitet werden, zeigt uns die gebürtige Indonesierin Elsa aus München. Das ist ein Entenei und daraus machen wir jetzt ein Getränk, oder? Ja, wir machen heute das Talua Tee aus West Sumatra. Und wird das da jeden Tag getrunken oder jeden Morgen? Ist das so eine Tradition? Manchmal trinken jeden Morgen. Die Männer? Die Männer, genau. Die Männer, die muss Arbeit gehen und dann brauchen das ein bisschen Stamina. Also das gibt einem die Kraft für den anstrengenden Tag. Ja, genau. Für den kräftigenden Tee brauchen Elsa und Matthias Entenei. Denn das ist proteinreicher als ein Hühnerei. Schwarzen Tee, braunen Zucker, gezuckerte Kondensmilch, Zimt und Limette. Elsa verwendet nur das Eigelb, denn darin steckt das meiste Protein. Hoffentlich kriege ich das auch so gut hin. Enteneier sind größer als Hühnereier, aber auch teurer. Ein Karton kostet zwischen 3 und 6 Euro. Für den Tee bleibt das Eigelb roh. Aber Achtung! Da rohe Eier mit Salmonellen belastet sein können, gilt, Eier immer gut kühlen und sofort verzehren. Das machen auch Matthias und Elsa. Und der erste Eindruck? Aber es riecht halt so nach rohem Ei. Ich habe ein bisschen Probleme mit rohen Eiern. Das ist nicht unbedingt meine Welt. Vielleicht wird's ja mit dem starken Schwarztee besser. Die Eigelbmasse ist nach oben. Ach, wie beim Latte Macchiato. Ja. Durch den heißen Tee stockt das Eigelb leicht und es entstehen mehrere Schichten. Danach frisch Zimt. Frischer Zimt? Ja. Und danach Kondenszucker. Ah, Kondensmilch. Kondensmilch, ja, genau. Okay. Kondensmilch. Und Limette. Ende des Limetten. Cool. Und schon ist das indonesische Getränk fertig. Talua Tee. Na, wie schmeckt's? Sehr lecker. Ja. Mmh. Ganz viele verschiedene Geschmäcker. Ein bisschen die Limette, dieses säuerliche, dann Zimt und dann so ganz klein bisschen Ei. So hinten auf den Geschmacksknospen, aber nicht dominant. Elsas Freundin aus West Sumatra zeigt Matthias per Videobotschaft, wie der Talua Tee im Original aussieht. Und jetzt wird es Zeit für die letzten tierischen Eispezialitäten. Das sind Schneckeneier. Voilà, und die kommen aus Frankreich. Achtung, jetzt wird es sehr edel. In der gehobenen Küche kennt er sich aus. Thierry Rousset,
Normalerweise bekocht er in seinem Feinschmeckerlokal hungrige Gäste. Wegen Corona ist das aktuell nicht möglich. Deshalb freut er sich umso mehr, Matthias die Schneckeneier vorzustellen. Schmecken ein bisschen nussig, leicht herdig und leicht salzig. Kann man das auch roh essen? Das kann man selbstverständlich roh essen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich gefragt habe, aber jetzt muss ich, glaube ich, ran. Stimmt, Matthias. Schneckeneier heißen in Frankreich auch Escargot-Perlen oder Schneckenkaviar und gelten genau wie die bekannten Fischeier als Delikatesse. Sieht richtig edel aus, so ein bisschen wie kleine Perlen. Das riecht wirklich wie Erde, wie ein Waldboden. Also ist jetzt nicht matschig oder so. Und mit dem Beißen öffnet sich dann praktisch die Membran und die Geschmäcker kommen raus. Also ich glaube, ein großes Glas muss ich jetzt nicht futtern, pur. Keine Sorge, Thierry hat sich ein besonderes Menü für dich überlegt. Die Jakobsmuscheln sind als Carpaccio vorbereitet mit einem kleinen Haselnuss-Dressing und ein bisschen Radieschen und noch die Schneckeneier drauf. Schneckeneier sind eine sehr kostspielige Köstlichkeit. Ein Kilo kann bis zu 1.600 Euro kosten. Sie legen einmal im Jahr Eier und das ist circa 3-4 Gramm pro Schnecke. Das heißt, für ein Kilo Schneckeneier braucht man fast 300-400 Schnecken. Ja. Et voilà, Jakobs Muschel Carpaccio mit Schneckeneiern. Also ist auf jeden Fall wunderschön. Eigentlich viel zu schade, um es zu essen. Ich versuche jetzt gerade die Schneckeneier rauszuschmecken. Ich schmecke sehr viele köstliche Geschmäcker, aber so richtig schmecke ich die Eier nicht. Die Kombination ist super. Apropos Geschmack, welches Ei hat dich denn am meisten überzeugt? Am meisten haben mich die Ameiseneier überrascht. Vielleicht haben ja auch Sie wie Matthias eine leckere Ei-Alternative für Ostern gefunden.